Ei, 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 ei
Wollt ihr wieder einsteigen? Super. Wie kommst du denn wieder hoch? Wenn ihr alle mal aussteigen müsst. Hey, wir haben dir nicht getraut. Ja, die Kurve war ein bisschen spitzer, als ich gedacht hätte. Ja. So. Aber wie weit ist denn das entfernt? Das sind ja auch noch 4 Kilometer. Ja. Oder sowas. Ja gut, wir wollten ja eigentlich fliegen. Unfassbar. Aber irgendwie hat er was dagegen, dass wir mit dem Heli weit kommen. Ja. Der Heli da hinten, der stört mein Panoramabild. Mach das weg. Ja, genau so war das wahrscheinlich. Ganz schönes scheiß Wetter hier, ha? Ja, ja. Dass wir immer durch diese rot befleckten Städte müssen, ey. No. Zwei Kilometer noch. Boah. Die fahren aber alle mal ineinander. Hier links ist eine Mission. Ah, wir fahren jetzt weiter, genau. So. Aufpassen, wir haben einen Geschützturm. Ich wette, das Tor ist elektronisch. Mit Sicherheit. Das kann man von ausgehen. Drohne steigt auf. Ich schicke eine Drohne. Da ist ein zweiter Tango. Ich habe einen dritten Tango. Soll ich mal oben das Ding ausschalten? Das Alarmdings, ja, da ist dieser Kasten da davor. Ja, ja, sehe ich. Darf ich? Ja. Ist tot. Was sagt ihr mir jetzt? Ich würde sagen, ja. Ist tot. Alles gut. Jo. Ich habe nur auf das Jahr gehofft. Ziel 5 gesichtet. In der Hütte sind wahrscheinlich auch noch ganz viele drin. Den hier vorne hinter dem Geschützturm, den habe ich im Blick. Der Tango ist drin. Also. Hattest du im Blick? Frage ist, wie kommen wir da rein am besten, ne?
Tschüss. Fuck, die haben eine Leiche gefunden. Scheiße. Die wissen eh, dass wir da sind. Säcke. Abschuss bestätigt. Ach hier. Oh. Du bist gerade voll an einem Gegner vorbeigerannt, Cap, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ziel Nummer 2. Okay, ich dachte gerade, es wäre einer von euch gewesen. Nö, der kam dir direkt entgegengesprungen über den Zaun da und mir in die Arme. Dann habe ich ihn in die Eier getreten. Ma. So gut. Das sieht nach einem Labor aus. So, ich check mal einen PC. So. Abschluss bestätigt. Hier kommt Verstärkung. Granate fliegt. Drei Schüsse, drei Leute down. Da war warte, warte, warte. Granate, so. Frisst das. Vorsicht. Labor zerstört. Auf zum nächsten. So, erledigt. Granate kommt. Himmel. Jetzt fliegt einfach mal alles hin. Ich liebe so. Den Granatwerfer an meiner Waffe, wurde ich das mal gesagt, wollte ich ja, den muss ich auch irgendwann mal holen. Ich hole mal kurz eine Munition hier. Ja. Mache ich auch noch. Diese Munitionskiste. Oh ja, stimmt. Sollte ich auch mal. Geh hinten durch, ist sie. So. So, dann sollten wir direkt Labor 2 mitnehmen. Schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolysit-Reinigung aus. Das wird die Koksproduktion des Kartells um Monate zurückwerfen. Würde ich sagen. Entschuldigung. Kann ich abkürzen.
Ja, gibt gerade leider nicht große Möglichkeit, woanders lang zu fahren. Nee, habe ich gerade, das gucke ich gerade auch schon. Ach Mann. Ja, ich fahre jetzt einfach an, ich fahre jetzt einfach an denen vorbei, ja, ist zum Kotzen. Ja klar. Der springt schon raus, der eine. Ja, der verfolgt es, ne, der Konvoi. Ja, aber wenn wir jetzt einfach die Beine stillhalten, dann sind wir gleich weg. Ja, halten wir mal die Beine still. Alles gut, ja. Guck, und schon sind wir nicht mehr gejagt. No. Da vorne ist aber... an den Uni da vorbei. Genau, da fahren wir vorbei und die jagen uns. Ja, die können sich jetzt mit dem Konvoi anlegen. Das ist eine legale Coca-Farm. Also kriegen wir hier legal Coca? Ich meine, gegen die Höhe? Wegen der Höhe, klar. Ihr kriegt aber kein Coca. Weil ihr wisst doch, wenn ihr wieder zu Hause seid. Aber die sehen einen auch so schnell, ne? Ja, ja. Das ist echt. Ja gut, Unidad, wir haben letztes Ding hier einen Stützpunkt auseinandergenommen. Jetzt sind wir schon wieder zu Hause los. So. Na super. Ist doch lustig, dass wir. Es war wieder so ein Fall von. Erst als ich angehalten habe, war da ein roter Kreis. Also, wo ich da hingefahren bin, war noch keiner da. Ah, leck mich doch mit. Was ist da für ein Aufmarsch an Fahrzeugen gerade da drin? Das ist, glaube ich, immer noch der... Leute, wir haben den Konvoi in der Backe. Die sind uns gerade hinterher gefahren. Okay. Das war's dann mit der Pyrolusit-Raffinerie in dieser Gegend. Ihr seid schon einfach reingelaufen. Und er ist für die Versorgungskette des Kartells. Ich glaube, es ist Zeit für Cerveza. Hier ist ein Kartellorden. Der Verlust wird einem armen Strolch das Herz brechen. Granate, hola putas! Ladeliste. Sieht aus, als wollte das Kartell seine abgelegenen Basen mit Nachschub versorgen. Wie meinst du? Das Zeug ist betankt und startklar. Die Rebellen würden das Zeug gerne in die Finger bekommen. Wir müssen es nur nehmen. Tango getroffen. Ist der Falkling da? Hier sind noch Fähigkeitspunkte oben. Ja, den will ich mir eigentlich gerade holen. Ja, hier, wunderbar. Ist die Treppe hoch. Treppe hoch und dann geradezu. Von außen kam man nicht rein. Ja. Wie geht's denn da rein, Sommer?
Gruppe. Wie kommt man denn in die Hütte? Außen an den Toren unten. Unglaublich, ja. Da ist die Treppe. Da, warte mal. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Ja. Die Munitionskiste auch oben. Keine Ahnung. Na, kann nicht. Aber schauen, das ist eine blöde Kiste. Hier draußen ist einer auf jeden Fall, oder? Oder ist die wirklich oben? Ja, die ist oben. Hier, wo ich jetzt bin. Wo der Mörser auch. Da oben? Nee, die ist hier auf so einer Plattform. Hier ist die Treppe. Da, ja. Und dann ist sie hier drin. So. Warte mal, wir sind eben noch eine Mission vorbeigefahren, oder nicht? Und die hat. Oh Gott, ist schon der Heli unterwegs irgendwo. Gewerkschaftsführer in Biavert. So. Vielleicht bringt er die Minenarbeiter ja von der Pyrolusitförderung für das Kartell ab. Gut, da ist die nächste Aufgabe. Der Heli ist nun die Dateli, da oben. So.